Wir sind heute zu Gast im Atelier von Andrea Radinger und ich freue mich ganz besonders, Sie heute in meinem Kanal 3 Interview begrüßen zu dürfen, Frau Radinger. Das freut mich natürlich auch sehr. Dankeschön, dass Sie mich dazu eingeladen haben und dass ich meine Produkte, meine Artikel und so weiter vorstellen darf. Sehr gerne. Frau Radinger, fangen wir gleich an. Wie sind Sie überhaupt in dem Metier Mode und Design gelandet? Ja, das war eher mehr zufällig, weil ich habe also eine Ausbildung zum Hauptschullehrer hinter mir und habe auch also 10 Jahre oder 14 Jahre in dem Beruf gearbeitet, war Hauptschullehrer für Zeichnen und bildnerische Erziehung. Hat mir an und für sich sehr gut gefallen, aber es hat sich damals schon herauskristallisiert, dass meine Begabung und meine Intention woanders liegt und ich habe immer mehr angefangen, zuerst für mich selbst und dann eben auch für andere Leute schöne Dinge herzustellen. Und das war natürlich sehr aufregend und hat sich also so eines nach dem anderen weiterentwickelt. Können Sie sich vielleicht noch an Ihr erstes Stück erinnern, was Sie für sich selber gemacht haben? Na, es war ganz witzig, ich habe eigentlich mit Künstlerpuppen angefangen, also gar nichts zum Anziehen, sondern mit Künstlerpuppen. Und ich war damals also Mitglied, da habe ich noch in Oberösterreich gewohnt, Mitglied bei der Mühlviertler Künstlergilde. Mhm. Und die habe ich dort ausstellen dürfen und ja, also haben sehr gut gefallen, aber wer kauft sich schon eine Puppe? Und das ist dann also, habe mir überlegt, naja, ich muss ja was verkaufen, weil ich kann nicht nur produzieren und habe mich dann auf Schmuck verlegt und da habe ich so handgefertigte Broschen gemacht. Das ist so eine ganz witzige Stilrichtung, aber ja, mit dem ist es dann losgegangen. Und mittlerweile, was findet man alles bei Ihnen? Was stellen Sie alles her? Ja, mittlerweile hat sich mein Sortiment unglaublich vergrößert. Also ich angefangen von nach wie vor Schmuck in jeder Art, also mit Halbedelsteinen und mit wunderschönen Zwischenteilen, die ich mir auf der ganzen Welt zusammensuche, über handbemalte Seiden- und Samtprodukte, wo ich auf weißen Samt selbstständig male und das mehr oder weniger dann in Kleidungsstücke einbaue, beziehungsweise in Schals und Tücher. Und seit neuestem auch mit Hand drucken. Das habe ich mir im Ausseerland angeschaut, das hat mich sehr fasziniert. Nur habe ich es dann noch erweitert, also mit Swarovski-Steinen und auf meine ganz persönliche Art und Weise. Das ist also mein jüngstes Kind unter Anführungszeichen, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, dann gibt es noch Handtaschen und im Grunde genommen jegliche Accessoires für Damen und mittlerweile auch Herren-Sakkos und Gehröcke. Gehröcke für Herren. Und wie kommen die an? Ja, eigentlich gut, weil die Herren, die waren die, die immer gesagt haben, gibt es für uns nichts. Und einige mutige Herren haben sich zur Verfügung gestellt und die haben natürlich jetzt schon wieder Werbung für andere gemacht. Ganz, ganz toll. Also da kann man sehr, sehr persönliche Stücke auch machen. Weil gerade für den Mann gibt es ja auf dem Sektor nicht viel zu kaufen. Ja, das fertig. Stimmt. Worum geht es jetzt in Ihren Designs? Was ist Ihnen wichtig oder wie würden Sie Ihre Mode beschreiben? Also ich habe es ja schon gesehen bei einer Modenschau und war natürlich sofort fasziniert. Ich würde es ja beschreiben, es ist eine Mischung aus Tracht und Rockabilly irgendwie, aber wie würden Sie es jetzt selber beschreiben? Ja, da liegen Sie eh nicht ganz falsch. Also die Tracht ist mir oder die Tradition ist mir dennoch sehr wichtig, gefällt mir auch sehr gut. Also ich habe früher selber gern Trachten getragen. Nur ich gehe einen Schritt weiter und versuche das ein bisschen neu zu interpretieren und ein bisschen ausgefallener. Was mir sehr, sehr wesentlich erscheint, ist, dass heutzutage viele Dinge, ja, wie soll ich sagen, es ist so ein Einheitsbrei. Und ich möchte eigentlich ein Zeichen setzen, dass man gerade mit der Kleidung, mit der man sich darstellt, dass man da ganz besonders auf die eigene Schönheit aufmerksam machen kann und darauf hinweisen kann, ich bin etwas Besonderes, ich bin mir etwas Besonderes wert. Und das versuche ich in meiner Mode umzusetzen. Und es wird natürlich sehr individuell dann auch auf die Trägerin abgestimmt, weil die Dinge, die für mich zum Beispiel eben wirklich gut ausschauen kann, aber bei einer anderen Dame überhaupt nicht wirken. Und da gehe ich auf sie ein und versuche, ihre Persönlichkeit zum Vorschein zu bringen, damit sie mit ihrer Mode zum Ausdruck bringen kann. Sehr schön. Wie beginnen Sie jetzt so einen Arbeitsprozess? Woher holen Sie sich die Inspiration, wenn Sie jetzt bei so einem Stück beginnen? Das kommt jetzt wiederum darauf an, ob es für jemanden ist, der ein Stück bei mir bestellt. Dann versuche ich mich in die Trägerin hineinzuversetzen. Das heißt, durch Gespräche mit ihr, wie ist sie, welche Farben trägt sie gerne, was traut sie sich zu. Da geht es eher in diese Richtung. Und bei mir selbst, da probiere ich es natürlich sehr viel aus.
was es lustig macht, dann auch sehr lustig. Und vor allem kann ich durch die Arbeiten, die ich für mich selbst mache, andere vielleicht auch auf einen Geschmack bringen oder damit inspirieren, sich einen Schritt weiter absolut zu trauen. Oder vielleicht sehen dann auch die Damen etwas, was sie tragen und ja, sagen, sowas in der Richtung hätte ich so auch ganz gern. So funktioniert das meistens, ja. Okay. Wie darf man sich jetzt so einen typischen Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen, falls es den überhaupt gibt? Ja, wirklich einen typischen gibt es nicht, weil was ich vergessen habe zu erwähnen, was mir auch ein sehr wichtiger Teil ist, ich mache auch Dekorationen und Design in Hotels. Also ich habe jetzt ein Zimmer im Kongresshotel in Leoben gestaltet zum Thema die längste Schiene der Welt. Okay. Also mehr oder weniger schlafen im Stahlwerk. Also da passiert das, weil Sie mich zuerst gefragt haben, man geht ins Stahlwerk, man lässt sich inspirieren und man versucht es dann umzusetzen. Also diese Alltage jetzt im Jänner haben anders ausgesehen, weil das war mit Baustellenaufsicht, mit ganz anderen Themen, Farbe, Handwerker und so weiter. Ein Alltag in meinem Atelier, die mir am allerliebsten sind, sieht anders aus, weil da gehe ich in der Früh herunter und versuche einmal also mich in eine Richtung, was möchte ich gerne machen, und dann gehe ich unter in der Aufgabe, dieses neue Stück, sei es jetzt ein Schal oder seien es Rosen oder Pölster oder was auch immer, das passiert dann einfach. Und da man übersieht dann auch durchaus mal die Zeiten. Absolut, und ja, verschiedene Dinge, also Termine, Zeiten, das Essen, das in der Küche aufgesetzt ist, also das werden, sind Dinge, die dann oft liegen bleiben, weil man versinkt förmlich in dieser Kreativität, die dann da ist, und man greift dazu und ja, man kann es gar nicht bremsen. Das ist hört sich wirklich total super an. Es ist wunderbar, es ist der schönste Beruf der Welt. Ne? Ende Juni findet ja die Veranstaltung Kunst im Grünen statt. Ich glaube, direkt bei Ihnen da, beim Haus, hinten im Garten. Was ist das? Ja, das ist eine ganz tolle Veranstaltung, wie es kaum eine in der Obersteiermark gibt, beziehungsweise überhaupt in der Steiermark, fällt mir jetzt nicht dazu ein. Und zwar ist es eine Veranstaltung, bei der ich 20 internationale Künstler einlade zu mir, unterschiedliche Genres, also Bildhauer, Maler, aber auch Keramiker, Filzer und so weiter. Die sind bei mir eingeladen und wir stellen gemeinsam 3 Tage lang im Garten aus. Es ist mehr oder weniger ein Kunstfest, ein Gartenfest. Mhm. Jeder, der schon einmal da war, der merkt, wie die Harmonie in dem Garten liegt. Es ist einfach eine wunderbare Veranstaltung, wurde voriges Jahr auch mit dem Gütesiegel von Art Austria prämiert. Es gibt nur 16 Veranstaltungen in ganz Österreich, die dieses Gütesiegel besitzen. Da bin ich schon sehr stolz drauf. Ich mache es jetzt zum 18. Mal. Voriges Jahr hat es die Frau Frauenministerin eröffnet. Heuer wird Sonja Stessel, die Staatssekretärin, die Eröffnung machen. Und ich freue mich schon sehr drauf, weil es ist auch nicht nur ein Kunstfest, bei dem wir Künstler versuchen, Dinge an den Mann, an die Frau zu bringen, sondern es ist auch für uns 3 Tage, aus denen wir schöpfen können. Also es ist wirklich eine sehr harmonische Geschichte. Wir sitzen am Abend zusammen und wir reden über Kunst und man nimmt so viel wieder mit, und das ist das Schöne an der Veranstaltung. Sehr schön. Wenn Sie jetzt ein unerschöpfliches Budget hätten zur Verfügung und Sie könnten jetzt eine Person ausstatten mit einem Kleid oder mit irgendeinem Kleidungsstück von Ihnen, welche Person wäre das und mit was würden Sie die Person ausstatten? Wie würde das ausschauen? Also da würde ich mir wahrscheinlich irgendeine Schauspielerin aussuchen, die zur Oscar-Prämierung geht. Sehr gut, auf die Antwort habe ich gehofft. Da könnte ich mich natürlich dementsprechend richtig austoben und der Dame, wie auch immer, ein schönes Abendkleid verpassen. Vielleicht mit ein bisschen am Dirndl schick dabei. Vielleicht, ja. Sehr schön. Wir sind schon am Ende angelangt und ich möchte Sie bitten, mir den Kanal 3 Fragebogen zu vervollständigen. Ein guter Tag beginnt für mich mit? Wenn ich viel Zeit habe in meinem Atelier, mich in irgendein Kunststück hinein zu vertiefen. Glücklich bin ich, wenn? Wenn mir das dann auch gelingt. Das nervt mich total. Keine Zeit zu haben für die Dinge, die ich gerne mache, weil eben so viele andere, auch wichtige Dinge des Lebens vorhanden sind. Aber wenn dann die Zeit zu wenig bleibt, dass ich da heruntergehen kann und mich in meinen Aufgaben vertiefen kann, dann nervt mich das. Und für meine Zukunft wünsche ich mir? Das ist weiterhin so erfolgreich. Weiter geht sozusagen wie bisher, weil ich bin sehr zufrieden und ich glaube, ich habe wirklich noch einmal gesagt, den schönsten Beruf der Welt. Finde ich auch. Also wie gesagt, ich bin begeistert. Ich wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute für die Zukunft und sage vielen lieben Dank für das nette Interview. Herzlichen Dank. Dankeschön. Okay.